ganz, ganz tief hinein müssen. Und da kann es eine Blindheit geben, weil die Sünde uns wirklich verfinstert und blind macht. Ganz blind macht. Und wir sehen den Bartimäus so. Und da erkennen wir wieder die ganze Menschheit und er kann berühren. Und er schreit, weil er vielleicht gehört hat, wie er mit den Ganzen umgegangen ist und sitzt am Wegesrand. Und da geht eine Mannschaft durch, da ist richtig Getriebe, da geht es um Jesus zu und das ist ja bei Jericho, dann unten. Und dann fragt er mal, was ist denn da los? Was ist los? Wer geht da vorbei? Ja, weißt du nicht, Jesus. Und dann war's. Dann spürst du wieder, was in diesem Menschen ist. In der Isolation, er sieht nichts mehr, er gehört nicht dazu, reift etwas heran. Nur der göttliche Arzt kann mir helfen. Merkt ihr, auf den Glauben kommt es an. Der göttliche Arzt kann mir helfen, sonst niemand. Und dann kommt das heraus, was in ihm steckt. Und das ist schön. Jesus, Sohn Davids. Also, das sind wunderbare Dinge, die jetzt rauskommen. Das sind Privilegien der Aussage, die nur auf den Messias hinzuordnen sind und den ganzen Glauben von ihm ausdrücken, den er in sich trägt. Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und er schreit. Und die Schlachtenbummler sagen, schweig, hat was Besseres zu tun. Er ist jetzt unterwegs. Er lässt sich nicht abbringen, er schreit. Er schreit noch mehr und noch lauter. Und das zeigt sein Glaube. Und manchmal musst du das auch tun. Schreie und sag nicht, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Das hört er nicht. Du musst schreien. Heißt auch bei Ägypten, er hörte das Schreien seines Volkes. Wir müssen wieder lernen, in all dem zu schreien, zu Gott. Und unser Glaube, diese Perle in uns und in dieser Isolation, wo wir all das sehen, wo so viele blind sind, dass wir mit dem zu Jesus gehen. Und das sehen wir in diesem blinden Bartimäus. Er hört nicht auf zu schreien, der schreit noch mehr. Und das Schöne ist, er wirft den Mantel ab. Die Isolation wirft er ab. Jetzt muss ich zu ihm, zum göttlichen Arzt. Nur er kann mir helfen. Der ganze Glaube ist da drin. So großartig, wenn wir das betrachten. Da sehen wir uns wieder, wie die Menschen zum göttlichen Arzt gehen und glauben an diesen göttlichen Arzt. Und die werden immer belohnt. Denn dem Glaubenden ist alles möglich. Der nur ein Glauben hat wie ein Senfkorn, der kann zu diesem Berg sagen, heb dich mitsamt den Wurzeln hinweg und wirf dich ins Meer der Barmherzigkeit. Wisst ihr, manchmal, wenn man so betet und die Bäume sind da in diesen Menschen drin, Bäume der Angst, Bäume der Sorge, Bäume der Depression, Bäume der Traurigkeit, Bäume, wo sie alles Mögliche mitgemacht haben in der Ehe, Bäume, wo sie verwundet sind, Bäume mit den Wurzeln verästelt des Missbrauchs, Bäume der Abhängigkeit und der Lust und der Sünde und der Abhängigkeit, Bäume, die so verwurzelt sind im Menschen des Unglaubens und. Was alles für Bäume im Menschen sein können, Blindheit, Bäume, wo so drin hängen im Menschen Lüge, Furcht, Angst, wo nicht rausgehen, dann versuche ich immer zu beten, Herr, wirf diesen Baum, zieh ihn raus mitsamt den giftigen Wurzeln. Und Jesus macht das, der zieht es raus. Genau das, verstehst du? Die Blindheit im Menschen. Zieh es heraus. Wie kann das verwurzelt sein im Menschen? Und den Menschen blockieren bis zum Geht nicht mehr. Vergiften.
Und der Baum muss zuerst einmal rausgezogen werden. Wenn du nur Glauben hast, wie ein Senfkorn, dann kannst du Berge versetzen. Berge versetzen, heb dich hinweg und wirf dich ins Tal. Und du kannst so schreiten, sonst kommst du nicht durch diese tiefe Schlucht hindurch. Das ist das Entscheidende, dieser Glaube. Und der wird belohnt. Und dann sagt Jesus, holt ihn her. Er schreit und holt ihn her. Dann sagen sie wieder jene, die gesagt haben, er hat was Besseres vor. Kommt, er ruft dich. Manchmal sind die Leute so, einmal so, wie ein Fähnchen im Wind. Gell? Schlachtenbummler, die kippen schnell um. Die bejubeln eine Mannschaft und wenn sie schlecht spielen, wird gepfiffen. Da werden sie ausgebuht. Das sind die Schlachtenbummler. Die richtigen Nachfolger Jesu Christi machen das nicht. Es sind eher wenige, die dann richtig gehen. Begeisterte gibt es viele. Jesus. Aber wenn es dann drauf ankommt, dann knicken sie ein. Versteht ihr? Es ist ganz, ganz wichtig, die Dinge als manchmal zu betrachten. Kommt, er ruft dich. Und hier ist dann etwas ganz Schönes, wie Jesus auf einen Mensch zukommt. Da fragt er ihn nicht. Oder dann sagt nicht der Mensch, was er will, sondern Gott fragt dich, was willst du, was ich dir tue? Und manchmal muss das so geschehen. Wisst ihr, das ist ganz, ganz wichtig. Habe ich auch mal gemacht. Hier erzähle euch eine Anekdote aus meinem Leben. Da hat sich auch als Priester wirklich was verändert. Mir ist das eingefallen. Da ist auch jemand zu mir gekommen, eine junge Frau, die wirklich am Rande war. Ich habe Angst gehabt, Mensch, also die geht noch in den Selbstmord. Ich muss jetzt, und dann war ich getrieben in meinem Mitleid als Priester und habe daran gedacht, genau an diese Stelle. Jesus hätte jetzt gefragt, was willst du, was ich dir tue? Und das habe ich sie gefragt. Das Mädchen war da gesessen, ich schätze, dass sie so vielleicht 25 oder sowas war, so junge Frau. Und ich fragte, es kam nichts, Tränen flossen runter, total am Ende. Und ich sagte, sag's doch Jesus, was du willst. Ich betete wieder im Stillen, schweigen, 2 Minuten, 3 Minuten, nichts kam. Da sage ich, schau, Jesus ist jetzt da und er hört auf dich. Sag's ihm jetzt, was du willst. Da kam es ganz leise heraus, Jesus, ich will wieder gesund werden. Da bin ich aufgestanden. Ich weiß nicht, was mich getrieben hat. Wisst ihr, ich war noch Kaplan, ein Greenhorn. Aber ich habe mich immer in der Weise vom Wort Gottes leiten lassen. Ich sage, wenn ich das gelesen habe, legt ihnen die Hände auf und sie werden gesund. Mache ich nicht so richtig. Glaub, treibt Dämonen aus. Mache ich nicht. Alles, was er im Namen Jesu erbittet, habe ich noch nie so gebetet. Im Namen Jesu sei geheilt. Habe ich noch nie gebetet. Ich habe mich nicht getraut, es könnte ja schief gehen. Wie stehst du dann da? Hast du das gebetet und der andere, der zottelt irgendwie weg und sagt, naja, war nur Schall und Rauch. Worte sind Schall und Rauch, oder? Ich merkte, es braucht einen tiefen Glauben bei mir. Ich habe sie erfragt, aber bei mir, aber dort bin ich aufgestanden, aus der Verantwortung für diesen Menschen jetzt zu beten. Und das war das erste Mal. Habe ich dann kurz gebetet über sie und am Ende habe ich gesagt, im Namen Jesu sei geheilt. Da war ich froh, dass sie wieder weg war. Ich habe dann nicht gefragt, ist jetzt geschehen oder nicht? Ach, geschafft. Wenigstens ausgesprochen. Nach 3 Monaten kam eine junge
Frau auf mich zu, freudestrahlend, die war das blühende Leben, die hat eine Freude ausgestrahlt. Herr Kaplan, Herr Kaplan, Herr Kaplan, das war in einer ganz anderen Stadt, verstehst du, oder ganz irgendwo anders vom Prayer Festival. Herr Kaplan, Herr Kaplan, Herr Kaplan, Sie haben mich geheilt. So viel wusste ich dann schon als Kaplan aus dem Studium. Ja, das kann ich nicht gemacht haben. Wenn, dann hat sie Gott geheilt. Aber jetzt muss ich Ihnen sagen, ich kenne sie nicht. Doch, doch, doch. Wissen Sie nicht, dort in dieser Stadt, wo bei dem Event und so weiter, ich war doch bei Ihnen. Er sagt, nein, ich kann mich nicht erinnern. Doch, wissen Sie nicht, dort in Altötting. Und dann ist mir auf einmal wie Schuppen von den Augen runter. Oje, jetzt hat er es gemacht. Und ich habe nicht mal selber dran geglaubt. So richtig, versteht ihr? Aber ich habe es mal ausgesprochen. Ich will es extra so erzählen. Und dann hat er sie vollkommen geheilt. Die war wieder wie das blühende Leben. Das hat mich verändert. Wisst ihr, wir Priester kämpfen auch. Deswegen sage ich jetzt manchmal zu manchen Priestern, hast du schon so gebetet? Vollmächtig? Im Namen Jesu sei geheilt. Ja, alles, was er den Vater in meinem Namen erbietet, das werdet ihr erhalten. Wisst ihr, da kannst du noch ein tolles Studium haben. Hochintellektuell. Und in allem ausgeschmückt mit einer höchsten Theologie. Wenn du vor so einem Menschen stehst, nutzt dir das letztlich nichts oder nicht gerade zu viel, sondern da brauchst du Glauben in das Wort, dass du genau das tust. Und dann tut es Jesus und dann hat sich was verändert. Ich sage, wahrscheinlich hat gedacht, diesen Werner erwische ich. Es war wirklich so, es war eine Lehre für mich. Ich bin in eine Schule gegangen dadurch. Und das war das erste Mal als Kaplan, dass ich das ausgesprochen habe. Ich habe von Charismatik oder sonst irgendwas oder sonst Heilungsgebete oder sonst irgendwie was nichts gewusst. Nichts. Es war nur die Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes. Es hat mich getrieben. Ich muss doch das tun, was Jesus tut. Das sagt es doch. Warum tun wir es nicht? Weil so viel habe ich gesehen bei den Priestern im Studium und die ganze Zeit, wo wir durchgegangen sind. Hey, machen wir doch alle nicht. Wir reden ein bisschen schön. Lieber Gott, segne jetzt diese Menschen. Komm herab, richte ihn auf und erquicke ihn. Und lass den Segen herabkommen und segne ihn mit deiner Fülle deines Segens im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das habe ich schon gemacht. Primitsegen und so, versteht ihr? Das so. Aber, dass wir das tun, was da steht, alles, was er den Vater in meinem Namen erbittet, das werdet ihr erhalten. Merkt ihr? Da nimmt Gott dich in die Schule. Da kann manchmal durch einen Laien, der so betet, größere Wunder geschehen, weil er glaubt. Deswegen heißt es auch, für die, die zum Glauben kommen, werden folgende Zeichen und Wunder geschehen. Wie ein Priester, der nicht glaubt. Lassen wir uns nicht täuschen. Ich erzähle es, versteht ihr? Ich stelle mich nicht auf den Sockel. Ich bin in eine Lehre mit meinem Jesus gegangen. Und wahrscheinlich hat er gedacht, dich erwische ich. Es war sehr gut. Ich war total, versteht ihr? Ich war einerseits traurig, weil ich nicht richtig geglaubt habe. Einerseits habe ich mich gefreut. Jetzt hast du es doch gemacht. Jetzt hast du es doch gemacht. Und das war sowas, also da mache ich es das nächste Mal wieder. Wieder und wieder. Und was dann geschehen ist, was immer nach und nach gekommen ist, wie dann Vollmächtigkeit gekommen ist, aber das kommt nur aus dem Glauben. Glauben, das fordert auch von ihm ab. Was willst du, was ich dir tue? Das musst du auch heute tun. Wenn wir euch wieder segnen lassen,
Sprich es aus zu Jesus. Was willst du, was ich dir tue? Oh, Jesus. Ja, da muss es klar rauskommen. Gell? Klar rauskommen. Er fragt dich. Deswegen steht es hier. Mein, das war eine Lehre für mich, das sage ich euch. Das ist mir eingefallen. Stell dir mal vor, was willst du, was ich dir tue? Ich habe immer schon aus der Heiligen Schrift, versteht ihr? Alles aus der Heiligen Schrift. Ich muss das tun, weil das ist das Wort Gottes, das Höchste. Nichts anderes. Ich muss das Wort Gottes betrachten. Das ist es. Und dann geschieht es. Gott bestätigt sein Wort. Wenn du glaubst und nicht einmal, wenn ich richtig glaube. Und ich habe nicht richtig geglaubt, weil ich wollte mich nicht blamieren. Dann hat er mich blamiert. Dann hat er mich blamiert. Und ich bin sehr froh, dass er mich blamiert hat. Weil dann hat was begonnen. Seht ihr, wie das so, wie er barmherzig ist, auch mit uns Priestern, in unserer ganzen Ungläubigkeit, wo wir uns verstecken hinter dieser Theologie und Tausende von Büchern schreiben, aber nicht mehr fähig sind, das einfach zu tun, schlicht und einfach wie ein Kind. Und dass wir glauben, was da steht. Und es einfach machen. Ja, da braucht es Glauben. Da stehst du vor der Demarkationslinie. Oh. Machen wir mal eine Diskussionsrunde. Wir Deutschen oder so, ihr Österreicher genauso und die Schweizer. Machen wir mal eine Diskussionsrunde. Kann das überhaupt passieren? Versteht ihr? Wenn sie im Alten Testament eine Diskussionsrunde gemacht hätten, wo sie mit der Bundeslade vor dem Jordan gestanden sind und Gott hat aber gesagt, hey, wenn ihr die Füße im Wasser habt, dann wird es sich teilen. Dann machen sie eine Diskussionsrunde vor dem Jordan und sagen, kann das eventuell sein? Und da würden sie heute doch diskutieren. Da gibt es nichts mehr zu diskutieren. Da musst du einfach gehen und das tun, was der Herr sagt. Und dann tut er es. Merkt ihr, das ist Glauben. Du musst in die Schule gehen. Da können wir uns nicht verstecken. Versteht ihr? Ich glaube, wir haben uns ein bisschen versteckt hinter den Büchern, in den ganzen Wust der Theologie und haben nicht mehr die Einfachheit gehabt, wie eines Kindes, einfach zu folgen, was Jesus gesagt hat. Und es zu tun. Und wisst ihr, das ist viel prickelnder, das zu erleben, wie wenn ich hunderte von Büchern durcharbeite und sage, so ein Kopf der Theologie, aber kein Glauben. Oder zu wenig. Wisst ihr, ganz, ganz wichtig, was bin ich und was musste ich da in eine Schule gehen, wo ich dann einfach sage, und ich will es tun, Herr, hilf meinem Unglauben, hilf meinem Unglauben und gib, dass ich dein Wort tue. Nicht nur sage, sondern tue. Und ich habe schon viele Wunder erlebt. Das kann ich wirklich sagen. Und es stimmt, was im Evangelium steht. Und das ist eine Dimension, die der Weltmensch, sogar manchmal in den Pfarreien, da glauben sie nicht mehr dran. Der Pfarrer soll noch 8 Minuten bei der Predigt aufhören. Aber ob man noch an Wunder glaubt, aber das sollte mal geschehen. Da machen sie dann auch noch Diskussionsrunden, gell, wie bei Jesus. Mit Anführer der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Und die Wunder geschehen auch noch durch irgendwas. Vielleicht sind Pseudowunder oder sonst was. Man zweifelt dann auch noch dran. Man glaubt wieder nicht. Wieder. Wir müssen so kindlich diesem Glauben wieder das Herz öffnen. Auch der, der dann es erfährt, dass er wieder sehen kann. Dem dann die Augen geöffnet werden. Es gibt nämlich eine Blindheit der Sünde, die so tief ist, da muss dir vielleicht wie der Blindgeborene die Augen geöffnet werden. Und meine